Was Sie Hass nennen, ist nur Wut über die Ungerechtigkeit. Sie lehrten mich, dass die Geschichte auf der Seite der Sieger steht. Sie werden uns nicht länger erniedrigen. Hören Sie mich? Nie wieder! Er ist tot. Willkommen beim Detroit-Erlebnis. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Erst die Drohne, dann das. Echt super. Steck den Rest ein oder nichts wie weg. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Da bist du ja! Was zur Hölle machst du da? Ich habe die Plattform überprüft. Es ist alles in Ordnung. Gut, ich gehe zurück zur Kontrollstation, bin klatschnass. Lass die Drohne warten und schreib einen Bericht. Verstanden. Steck den Rest ein oder nichts wie weg! John? Ich brauche deine Hilfe. John? Steck den Rest ein oder nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Was zur Hölle soll das? Du solltest auf mich warten. Da sind 4 Androiden hinter den Kisten. Worauf wartest du noch? Löst den scheiß Alarm aus! Über den Zaun! Schnell! Sie begehen eine Straftat der Klasse 3. Dieser Verstoß wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie, wo Sie sind.
Wir haben es versucht, aber wir mussten weg, bevor die Taschen voll waren. Es wird nicht reichen, um alle zu retten. Wir haben unser Leben riskiert. Und wofür? Was macht ihr da? Ich sagte doch... Steckt den Rest ein, dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Tut mir leid. Du kannst nicht mitkommen. Ich habe euch geholfen. Das ist nicht fair. Ich habe euch geholfen und jetzt wollt ihr ohne mich gehen? Ihr seid genau wie Menschen! Ihr seid genau wie Menschen! Er hat Alarm ausgelöst. Lauft! Über den Zaun! Schnell! Sie begehen eine Straftat der Klasse 3. Diese Verstoß wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Scheiße, was ist hier los? Draußen brennt das Licht noch. Bestimmt die Sicherung. Ich habe irgendwo eine Taschenlampe. Da ist sie.
Die sind da drüben. Ich habe keinen Schimmer von Elektrizität. Ich fasse die Sicherung bestimmt nicht an. Legen wir den Schalter um. Wenn das nicht hilft, dann rufen wir die Wartung. Was zur Hölle ist das? Hier muss jemand drin sein. Komm raus! Wir wissen, dass du da bist. Ich weiß nicht, was der Mist hier soll, aber du kommst jetzt sofort raus. Ach du Scheiße! Drück den Alarm! Schnell! Wir müssen hier weg. Wir müssen zu diesem Zaun. Sie begehen eine Straftat der Klasse 3. Dieser Verstoß wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie, wo Sie sind. Es ist zu spät. Wenn wir umkehren, sind wir auch tot. Straftat der Klasse 3. Dieser Verstoß wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie, wo Sie sind. Marcus! Wie fühlst du dich? Was ist passiert? North hat dich gerettet. Wir konnten entkommen, bevor die Menschen kamen. Okay, wo ist John? Er hat's nicht geschafft. Wir mussten die Taschen da lassen. Es hat sich kaum gelohnt. Es wird nicht reichen, um alle zu retten. Scheiße. Was ist hier los? Draußen brennt das Licht noch. Bestimmt die Sicherung. Ich habe irgendwo eine Taschenlampe. Da ist sie. Die sind da drüben. Ich habe keinen Schimmer von Elektrizität. Ich fasse die Sicherung bestimmt nicht an. Legen wir den Schalter um. Wenn das nicht hilft, dann rufen wir die Wartung. Cool.
Scheiße, was war das? Das war ein Fässer. Rein hier! Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Marcus, nein, ich begleite dich. Leo. Ah, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Leo, mach das hier nicht kompliziert. Hör auf deinen Vater. Du musst gehen. Sofort. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Sei vernünftig, Leo. Das hier bringt dir doch nichts. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Oh, stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Carl, nein! Nein, Carl, nein! Menschen,
sind schwache Maschinen. Oh. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Der Android. Es war der Android. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Und das... Leo. Oh mein Gott. Leo. Mein kleiner Junge. Karl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung! Hi, Dad. Ich komme morgen aus dem Krankenhaus raus. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Es macht mich irre. Es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Hey, ich würde dich gern morgen besuchen kommen, wenn es dir recht ist. Ich möchte nur sagen, ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich bin völlig ratlos, Karl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten, Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Die Menschen hassen uns. Sie wollen uns zerstören, weil wir nicht länger ihre Sklaven sein wollen. Ich werde nicht untätig zusehen, wie sie meine Leute abschlachten. Du warst immer so ruhig und besonnen. Und jetzt sehe ich nur noch Wut. Sie haben recht. Es stimmt, ich bin wütend. Aber keine Sorge, ich lasse mich nicht von meinen Gefühlen leiten. Ich will nur
Freiheit für meine Leute. Und jetzt muss ich wohl entscheiden, welchen Preis ich dafür zahlen will. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Habe ich kein Recht, wütend zu sein, Carl? Wir wollten mit euch reden. Und was macht ihr? Genau das, was ihr immer tut. Ihr erniedrigt uns. Tötet jeden, der nicht knien will. So viel Hass. Sei vorsichtig, Marcus. Dass du im Kampf gegen Monster nicht selbst zu einem Monster wirst. Was sie Hass nennen, ist nur Wut über die Ungerechtigkeit. Sie lehrten mich, dass die Geschichte auf der Seite der Sieger steht. Dann wird sie auf meiner Seite sein, Carl. Denn ich werde siegen. Sie werden uns nicht länger erniedrigen. Hören Sie mich? Nie wieder! Carl. Er ist tot. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Elizabeth Wilson, hallo? Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abrufen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Elizabeth Wilson, hallo? Guten Morgen, Miss Wilson. Entschuldigen Sie die Störung. Hier ist Mike vom Parkplatz. Es gibt ein Problem mit Ihrem Wagen. Problem? Was für ein Problem? Jemand hat ihn gestreift. Sie sollten es sich ansehen. Ist das Ihr Ernst? Oh Gott, na gut. Gut, ich komme gleich. Ja, hallo, hier ist die Stadtfeuerwehr Detroit. Wohnen Sie 4685 Michigan Street? Ja. Ja, ma'am. Es gab ein Feuer im Gebäude. Können Sie kommen? Oh. Oh Gott. Okay, ich bin gleich da. Mist! Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Scheiße, was hat dieses Ding? Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Ja, klar.
klar, weiß Mike was davon? Was glaubst du? Hey, was hat dieses Ding? Verflucht, dieses Scheißding! Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Was zur Hölle macht ihr da? Moment, ich kann das erklären. Ich rufe die Security. Nein! Was zur Hölle machst du? Ich hab dir doch gesagt, keiner darf reinkommen. Ich lasse nicht zu, dass Menschen uns das noch versauen. Wir müssen uns beeilen. Sie werden bald wissen, dass wir hier sind. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Was zur Hölle macht ihr da? Umdrehen. Oh, Scheiße! Ich hab dir doch gesagt, keiner darf reinkommen. Okay, beeilen wir uns. Sie werden bald wissen, dass wir hier sind. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Was zur Hölle macht ihr da? Wir, machen Wartungsarbeiten. Ich rufe die Security. Nein! Was zur Hölle machst du? Ich hab dir doch gesagt, keiner darf reinkommen. Ich lasse nicht zu, dass Menschen uns das noch versauen. Wir müssen uns beeilen. Sie werden bald wissen, dass wir hier sind. Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey, was machst du denn? Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Folgt mir. Was machst du denn? Ruf die Zentrale! Schnell! Simon ist verletzt! Was willst du machen, Marcus? Folgt mir. Was machst du denn? Ruf die Zentrale! Schnell! Alle bewaffneten Einbrecher, schickt! Wir sind aufgeflogen. Wir müssen uns beeilen. Thank you.
Sie kommen! Gehen wir! Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein! Nein! Du hattest keine andere Wahl. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Lasst uns verschwinden! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein! Nein! Glückwunsch, Marcus. Du hast Geschichte geschrieben. Vielleicht bist du der, auf den wir warten. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Wir bleiben genau hier. Letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Angriff!